Es hat über Nacht geschneit und ich muss jetzt hier mal ein bisschen meinen Hof vom Schnee befreien. Das mache ich mit dem Radlader und einem Gummischild. Es rentiert sich ja fast nicht, gell? Es ist einfach nur, damit es keine Eisplatte gibt. Grüß euch und hallo zusammen. Es ist Winter geworden im Oberland, auch wenn es jetzt nicht die 10 oder 15 cm Neuschnee waren, die uns versprochen waren, sondern bloß 2. Aber da bin ich jetzt auch nicht ganz traurig drüber, weil Schnee ist zwar schön, aber macht auch immer viel Arbeit. Es muss alles geräumt werden und macht die Arbeit nicht einfacher. Erst einmal möchte ich mich bei euch bedanken, weil ich inzwischen die 5000 Abos erreicht habe. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Also ich habe ja mit dem ernsthaft Video machen eigentlich erst im April angefangen, Ende April das erste Video hochgeladen, also das erste wirkliche Video, wo ich mit der Actioncam gefilmt und versucht ein bisschen zu schneiden. Dann glaube ich, war es im Ende Juni, hatte ich die ersten 100 Abonnenten. Ja, Zeit verrinnt. Ende Oktober hatte ich dann die 1000 geknackt. Ja, und jetzt haben wir Ende Dezember. So wie es ausschaut, werde ich heute die 5000 Abonnenten knacken. Und ich möchte mich mal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr meine Videos toll findet. Manche finden es auch nicht toll, aber damit muss man, glaube ich, leben. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal mit euch einen Hofrundgang, weil manche halt schon gefragt haben, ich soll das doch mal machen. Und ja, das ist sozusagen dann mein Jahresabschlussvideo. Ja, dann fangen wir mal unseren virtuellen Hofrundgang an. Also ich stehe hier mitten im Hof. Das ist mein Wohnhaus. Bauernhaus sozusagen, ganz untypisch, ohne Lüftelmalerei. Da drüben haben wir unten Werkstätten, Garagen. Oben ist die Austragswohnung von meinen Eltern. Getreide, Schrobmühle, Getreideannahme, ein bisschen Stroh, ein bisschen Heu. Der Krone Titan steht da hinten drin. Das ist die Bergehalle, da wo die Heutrocknung drin steckt, also die ganze Heutrocknungsgeschichte, die Heulagerung ist hier. Und das hier ist mein Schlafstall. Ich sage immer Schlafstall oder Liegestall dazu. Der Stall ist eigentlich 1964 gebaut worden, wie mein Vater ausgesiedelt hat. Und ist dann 81 abgebrannt, also die Hülle oben drüber ist Baujahr 81, alles was unten drin ist, ist noch Baujahr 64. Da haben wir ja früher noch einen Hofladen gehabt und mehr Kundenverkehr. Von daher gibt es dann eben noch so schöne Schilder. Also ich stehe jetzt hier. Das ist der Liegestall mit den Liegeboxen oder Schlafstall. Mit dem Melkstand von Kälber, Milchkammer. Da hinten haben wir einen Futterstall. Da gehen also meine Kühe schlafen hier und fressen da und sind also das ganze Jahr oder den ganzen Tag beschäftigt, immer von einem Stall in den anderen Stall zu wandern oder auch wieder zurück. Oder sie treffen sich hier im Laufhof, um sich zu sonnen, machen hier ihre Rangkämpfe. Da gibt es also noch eine alte Güllegrube. Da hinten haben wir eben in dem Futterstall noch Kälber, Jungvieh, Trockenstehende. Und da herüben eben ist die Heulagerung. Ja, und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal rein und schauen da mal durch. Also wen es interessiert, der Stollhof hat schon eine ziemlich lange Geschichte. Wir haben eine Hofchronik, die geht zurück ins Jahr 1560. Damals hat ein Stoll den Hof gekauft und deswegen heißt der Stollhof Stollhof. Seit 1751 sitzt also meine Familie auf dem Hof. Wir haben
zwei große Brände, zwei Weltkriege. 1965 ist eben mein Vater oder 64 ausgesiedelt, hat 64 angefangen, den Stall zu bauen. Seit Anfang der 70er Jahre betreiben wir ökologischen Landbau. So, jetzt gehen wir da mal rein. Das Licht angeschaltet, aber ich hoffe, es ist hell genug. Also hier vorne habe ich meinen Melkstand. Da haben wir also eine frisch gebackene Mama mit dem Nachwuchs. Die hat heute früh gekalbt, der geht's gut. Und das hier ist also mein Liegestall. Mein Vater hat 1964 ist er ausgesiedelt und hat diesen Stall hier gebaut. Das war für die damaligen Verhältnisse natürlich eigentlich der Wahnsinn. Da hatte er so einen kleinen, das war ein kleiner Hof im Ort drin mit 15 Kühen oder 17 Kühen. Und dann diesen Schritt zu wagen, vom Anbindestall einen Laufstall zu bauen, wo damals noch niemand einen Laufstall gekannt hat. Also mein Vater ist damals bis nach Schweden gefahren, um sich Laufställe anzuschauen und hat dann eben hier einen Laufstall gebaut für 75 Kühe. Das war für die damaligen Verhältnisse ungefähr so, wie wenn heute einer einen Stall baut für 800 Kühe. Also er wurde als Verrückter bezeichnet und wie kann man denn nur, da ja, schön machst du das, Odessa. Und da wäre halt normalerweise noch unser eigener Zuchtstier, aber im Moment habe ich nur einen und der ist hinten beim Jungvieh. Ja, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ja, Mädels. Ja. Da hinten habe ich die Kraftfuttermaschine. Also meine Kraftfutterstation. Also hier in diesem Trichter, da habe ich mein eigenes Kraftfutter drin, meinen eigenen Getreideschrot, eben Tritikale, Hafer, Lupinen. Und in dem Sack da hinten, da ist noch ein bisschen gekauftes Kraftfutter drin, Pellets. Einfach auch ein bisschen für ein bisschen mehr Eiweiß, wobei ich jetzt mit den Lupinen ja gar nicht so schlecht beieinander bin. Und das ist eben eine handelsübliche Kraftfutterstation. Die Kühe haben hier alle so eine runde Ohrmarke im Ohr. Diese hier, gell, Laura? Lass mal anfassen. Da, diese runde Ohrmarke, das ist da sozusagen der Schlüssel zu ihrer Kraftfutterstation. Und da kann ich programmieren, welche Kuh wie viel Kraftfutter sich holen darf und wer nichts kriegt. Und sie steht jetzt gerade da und holt sich ihre Portion. Und dann schauen wir ein Stückchen weiter. Muss ich erstmal meine Stiefel waschen, die sind jetzt wieder dreckig. Das war jetzt der Liegestall, der Schlafstall. Und jetzt schauen wir mal hinter zu meinem Futterstall. So, das ist mein Laufhof. Da spielt sich jetzt so ein bisschen soziales Leben ab. Die Kühe stehen draußen, zum Teil in der Sonne, zum Teil im Schatten. Da gibt es also eine Kuhputzmaschine. Die habe ich irgendwann mal selber gebaut aus lauter Altteilen. Die funktioniert aber wunderbar. Also, das hier ist mein Futterstall. Da werden die Kühe gefüttert. Stehen also hier auf der Seite die Kühe. Die, wo gemolken werden. Ja, natürlich alles neugierig, gell? Oh, nein, du schlägst die nicht an. Ja. Und da drüben haben wir vorne Kälbchen. Da sind im Moment Trockenstehende drin. Das sind also die Kühe, die im Moment nicht gemolken werden. Für diejenigen, die es nicht wissen, eine Kuh trägt ja auch gute 9 Monate, 280 Tage. Und die wird 2 Monate, bevor das neue Kalb kommt, hört man mit dem Melken auf. Und dann werden die eben magerer gefüttert, sind sozusagen auf Diät, damit sie nicht zu fett werden. Und dann kann sich das Euter regenerieren und neu aufbauen und dann ungefähr 2 Wochen bevor sie kalben oder 3, kommen sie wieder zur Herde dazu
und werden wieder langsam angefüttert und kriegen auch wieder ein bisschen Kraftfutter, sodass sie dann gut in die nächste Laktation starten können. Ja, da haben wir auch Jungvieh. Da ist jetzt alles ein bisschen dicht gedrängt. Ich habe im Moment ein bisschen einen Stau, weil hinten bei meinem Jungvieh ist ein Stier dabei. Und die sind jetzt alle noch zu jung zum Decken, beziehungsweise da sind jetzt, kommen jetzt im Januar kommen von denen zwei hinter zu den anderen Jungviechern zum Stier. Dann haben wir hier gleich wieder ein bisschen mehr Luft. Aber so ist halt das. Gibt halt Jahre, da hat man mehr Kuhkälber und Jahre, da hat man mehr Stierkälber. Vor 2 Jahren hat man fast das ganze Jahr nur Stierkälber und ich habe fast keine Kuhkälber gehabt. Und letztes Jahr waren es halt nur Kuhkälber und fast keine Stiere. Dementsprechend staut sich es hier ein bisschen. So, jetzt gehen wir mal hinten raus. Da habe ich also einen Pferdestall mit ein paar Pensionspferden. Das ist so sozusagen die zahlenden Gäste. Also es sind 2 Pferde und 2 Esel, die sich hier sau wohl fühlen da hinten. So, jetzt schauen wir mal zu meinem Jungviehstall. Da gibt es ja auch schon mal ein Video drüber, wie ich ihn repariert habe und neue Nackenriegel an den Futterbarren hingetan habe. Schauen wir da mal hinter. Also da haben wir Hackschnitzellagerung. Zwischen wird der Haufen auch schon wieder kleiner. Und das hier ist mein... irgendjemand hat mal gesagt, das ist ein Waldkindergarten. Seitdem ist das hier mein Waldkindergarten. Das ist also jetzt alles an Jungvieh vom Decken. Also gedeckt werden sie ungefähr so mit 17, 18 Monaten, kommen sie zum Stier. Und dann bleiben sie da eben bis kurz vorm Kalben. Ungefähr einen Monat vorm Kalben hole ich sie dann zu den Kühen in den Stall, damit sie sich da mal ein bisschen eingewöhnen können, dass sie mal durch den Melkstand durchgehen, dass sie natürlich ihren Bauern wieder ein bisschen besser kennenlernen. Okay, du bist also Kuschelkuh, ja, ich weiß schon. Ja, es ist ein Einhorn da, ja, unser Einhorn, ja, freilich. Ja, du auch. Ja, ihr seid alle verkuschelt. Ich weiß schon. Du bist die Schlimmste vom ganzen Haufen. Ja, alles klar. So. Ja, dann schauen wir weiter. Es gibt einfach nichts Süßeres wie so ein kleiner Hund. Ja. Ja, unser Bruno ist jetzt noch ein ganz kleiner, das wird aber ein ganz großer. Also Rasse, das ist ein Hoverwart. Ein Hoverwart ist eine alte deutsche Gebrauchshunderasse. Da steckt der Hofwächter schon drin. Also das ist kein Kuscheltier, das irgendwie in den dritten Stock gehört, sondern der braucht einen Hof, auf das er aufpassen kann. Und das macht er auch. Also wir hatten ja schon, das ist jetzt schon der 3. Hoverwart, den wir haben. Die anderen 2, die waren alle sehr auf dem Hof fixiert, haben gut aufgepasst und haben den Hof auch nicht verlassen. Also ganz zuverlässig, das ist ihr Heim, ihr Revier und sorgt dafür, dass da am Hof nichts passiert. Ja, jetzt bin ich da mal hintergegangen. Da sieht man meine Fahrsiloanlage, also erste Fahrsilo ist leer. Im Moment habe ich hier den 5. Schnitt offen und da den 3. Schnitt offen. Das ist ein bisschen eher trocken. Energie ist gut, aber Eiweiß so ein bisschen nicht ganz so toll. Das andere ist ein typischer 5. Schnitt, also eher zu feucht. Energie eher ein bisschen schwach, aber Eiweiß deutlich besser. Und die 2 gemischte Mischwagen funktioniert wunderbar. Und da habe ich eben meine Heubergehalle mit 1, 2, 3 Trocknungsboxen. Können wir da mal aufmachen? Also hier Box Nummer 3 ist auch schon gut angeleert. Aber wir haben ja auch schon ein Drittel vom Winter rum. So, jetzt schauen wir uns das Heu mal an. Ich hoffe, es kommt raus. Oder nehmen wir mal ein Stück mit. Also das hier ist Grummet. Schauen wir mal, gehen wir ein bisschen ins Licht. Damit ihr mal ein bisschen seht, was wir hier für eine Qualität haben.
Also ganz grün, jedes Blättchen dabei. Und das ist nicht nur Struktur im Futter, sondern da steckt auch Milch drin. Und da steht der alte 1120er Herrin mit dem Mengele Heuwagen. Ja, und dann sind wir eigentlich einmal rundum. Und ich weiß jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, was ich euch so alles erzählen soll. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, ins Jahr 2021. Werdet mal gesund bleiben. Und nochmal ganz herzliches Dankeschön für die 5000 Abonnenten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mir da mal hoch und pfiat euch. Bis nächstes Jahr. Ja, weil ich gerade da bin, kann ich meinen Traktor noch einstecken. Also mein alter 1120er, um den Motor zu schonen, hat der wie so eine Art Tauchsieder im Kühlwasser drin. Und dann kann ich hier einstecken und kann den Motor mit Strom warm machen. Und da stecke ich ihn jetzt gleich mal an, weil ich wahrscheinlich so in einer Stunde Heu abladen muss.